Willkommen zu einem Spiel aus der Ära, als Disney-Spiele noch hochqualitativ gut waren. Der 16-Bit-Ära, die geprägt wurde vom Super Nintendo und dem Sega Mega Drive. Für die beiden fast identischen Konsolen erschienen sehr viele Disney-Krache, unter anderem der König der Löwen. Kam ja 1994 in die Kinos, auf jeden Fall erschien das Spiel. 1994 hat damals einen relativ guten Hype ausgelöst. Jedes Kind wollte ins Kino und ich auch. Und als guter alter König der Löwen-Fan musste ich natürlich auch das Spiel haben und das war auch wirklich gut. Und das zeige ich euch jetzt. Nur hatte ich halt damals nur einen Sega Mega Drive. OMG, wie konnte er nur? Difficulty, Schwierigkeit, Difficult, Easy, Normal. Ich denke mal, da sind wir ganz gut unterwegs. Wir spielen mit Musik und mit Soundeffekten. Und hier haben wir den Soundtest. Also, wir hören ja schon Elton John im Hintergrund. Seid bereit. Ja, und was da alles noch hier... Ich will nicht erst morgen König sein, oder wie es heißt. Hakuna Matata, sogar hier dieses... Feel the Love. Kommt gar nicht im Spiel vor, oder? Oder bei den Credits? Weiß jetzt gar nicht genau. Auf jeden Fall legen wir los. Ein 2D-Jumpman, welches den Kinofilm nachspielen soll, finde ich in dem Sinne auch ganz cool, weil der momentan so ein bisschen wieder in ist. Der kam ja in die Kinos oder was und auf Blu-ray raus und alles. Irgendwie remixed, ich weiß nicht, neu HD aufgelegt oder was oder sogar neu synchronisiert. Weil ganz neu wird er wohl nicht gemacht worden sein. Das recht, Timon. Das Zitat stammt aus dem, naja, wo Simba halt als Teenie diese andere wieder sieht. Und wenn Timon dann sagt, jetzt fängt's an. Jetzt sind wir bald nur noch zwei. Wo? Na gut. Zu viel der Filmzitate. Ich werde es mal versuchen zu erklären. Einfache Gegner haben wir wie diese. Wir haben oben rechts eine Energieleiste und oben links haben wir eine Brüllleiste. Das ist unfassbar wichtig, zum Beispiel für Igel. Nur wenn wir die anbrüllen, drehen die sich um, sodass wir sie erledigen können. So, das ist natürlich nur das Paradebeispiel. Huah! Müssen wir natürlich nicht erledigen. Können wir auch drüber jumpen? I am the King. Ne, da hinten ist der Stein, wo die immer geboren werden. Übrigens hatte ich damals auch König der Löwen 2 auf VHS. Also ich habe Teil 1 und 2 auf VHS. Teil 3 habe ich mir irgendwann mal auf YouTube angeguckt. Lang bevor ich Let's Player wurde. Ist jetzt nicht so überragend. Es ist einfach nur noch Ausschlachten, meiner Achtung. Teil 2 hingegen war nochmal richtig cool. Aber es war nichts, was man nicht schon kannte in etwa. Diese Dinger hier, das war immer so das Lebenszeichen, ob Simba noch lebt. Und ja, so in etwa ist es jetzt auch wieder. Denn das ist der Checkpoint. So, da unten gab es, glaube ich, was. Achtung. Das erhöht die Energieleiste, wenn ich drankommen würde. Upsa! Ja, die Sprünge, die muss man schon üben. Als Kinder haben wir das natürlich auch sehr oft gespielt, aber der berüchtigte zweite Level hat kaum einer geschafft. Das war der einzige Nachteil, als es noch nicht so ausgeprägt war. Hier gibt es nur ein extra Leben. Cool! Der zweite Level ist viel zu schwer für Kinder. Obwohl er so bunt aufgemacht ist und so fröhlich wie kein anderer Level. Auch die späteren Level sind echt schwierig. Ich frage mich jetzt schon, warum ich überhaupt auf normal gespielt habe und nicht auf easy. Weil ich kein Kind mehr bin. So, das war schon der erste Level. Den kann man ganz schnell durchlaufen. Da haben wir eine Hyäne. OMG. Können es aber noch relativ einfach retten. Ist halt so auf Schwierigkeitsgrad easy. Reicht ein Sprung auf normal 2 und auf hart 3. Everything the light touches is our kingdom. Ja, immer mal wieder mit Zitaten aus dem Kinofilm, um den Film halt ein bisschen besser zu erklären. Wenn wir einen besonderen Käfer eingesammelt haben, können wir ein Minispiel spielen mit Timon und Pumba. Möglichst viele Käfer einsammeln. Yay. Da war sogar ein besonderer Käfer jetzt dabei. Oh. Ich war der Meinung, ich habe eben auch schon einen vergessen. 17 Bugs collected. So viele YouTube-Bugs haben wir jetzt. Raw at Monkeys. Das ist der berüchtigte Level. Auch jeder, der sich heutzutage die...
Verdammt. Also wir hatten damals viele Probleme damit, vor allen Dingen mit den Affen da. Aber ich habe nicht locker gelassen, bis ich es konnte. Jetzt muss ich nur ein bisschen aufpassen, dass ich hier bei den Giraffen nicht abdöne. Da ist schon ein bisschen Millimeterarbeit gefragt, aber das kriegen wir hin. Ja, um es den Leuten, die es nicht kennen, verständlich zu machen. Affe, Affe, Affe wirft uns. Nur die pinken Affen können wir anbrüllen und dann werfen sie uns in eine andere Richtung. Ein richtig hohes Tier. Früher nicht wäre ich doch so stark. Blablabla, kenn den Text nicht mehr. Ich find's ganz cool, die ganzen Texte. Ich habe sogar so eine CD rumliegen hier, Original-Soundtracks. Was habe ich noch von Kühner Löwe? Ich hatte als Kind ein Kissen, ich habe ein Musikkassetten. Musikkassettenbox, wo ich meine Musikkassetten reintun kann. Ja, sowas kennt ihr ja gar nicht mehr heutzutage. Musikkassetten. So. Mit dem Strauß ganz simpel, der läuft von allein. Und wir kriegen schon noch angezeigt, was wir machen müssen. Springen, ducken oder Doppelsprung. Auch das erfordert einige Übung. Hier können wir, glaube ich, sogar uns am Ohr des Nashorns. Des Nashorns, toll. Tolle Nase. Des Nilpferds festhalten. Cool. Oh, und ein falscher Sprung, ne? Die Leben sind wirklich, wirklich wenig. Ich würde ungern Game Over gehen. Also nehme ich dieses One-Up mit und jetzt muss ich... Verdammt! Ist One-Up wieder da? Ich fürchte nicht. Damals war die Welt grausam. Oh, ist wieder da. Ich versuche mal so ans... Nein! An die Schwänze kommt man wirklich nur ganz schwierig. Also nicht so schnell, sondern wenn man sich total darauf fokussiert. Ich könnte ja direkt weiterlaufen, ohne Leben. Also gut, Schwanz. Halten wir uns an dem Schwanz fest. Ich glaube, nur so geht's. Ah, Mann! Na gut, wir haben ja keinen Lebensverlust, wenn das Leben immer wieder auftaucht. Nur irgendwann falle ich ins Wasser, ohne das Leben gehabt zu haben. So. Ja, das ist so ein bisschen, ich will nicht sagen verbuggt, sondern ja, es erfordert Übung. Ich kenne das. Ich krieg's irgendwie nur nicht mehr auf die Reihe so ganz, wie es gedacht war. Man weiß nie, wann er sich festhält und wann nicht. Ich glaube, es hat auch der gute Funky Popunky gespielt. Der hatte da auch Probleme, weil er es auch nicht kannte. Ich habe es in meiner Kindheit gespielt und kannte es. Stell mich jetzt aber trotzdem dumm an, weil ich das Spiel schon lange nicht mehr gespielt habe. Das ist dumm, ich hätte ein bisschen trainieren sollen. Okay. Okay, es fängt an, euch zu langweilen. Vielleicht versuche ich es dann auf eine andere Weise. Aufgepasst. Risiko! Ins Nasenloch. Schön. So geht's auch besser. Nochmal der Strauß. Ja, und später werden wir noch mit Affen rumhantieren müssen. So viele Level sind's gar nicht im Spiel. Wow, aufgepasst. Jetzt kriegen wir nicht mehr angezeigt, was wir drücken müssen. Wir müssen es selbst herausfinden. Und ich finde dieses rosane Nashorn da, das sieht man kaum. Ich wär echt doch so stark. Na gut, ich lass es. Upsa, verdammt, Mann, ich stell mich heute auch an. Das Spiel ist auch nicht ohne, also ihr könnt es selber mal ausprobieren. Eieieiei. Und die späteren Level, die werden noch knackig, vor allen Dingen, wenn Simba... Das wollte ich nicht. Ich hätte doch überspringen können, wenn Simba erwachsen ist. Na, ich wollte jetzt hier schon ein bisschen durch Skill glänzen. Ist nicht so der Fall momentan. In dem Spiel. Es liegt am Controller. Es liegt am Controller. Es liegt am Spiel. Das Spiel war so, schon immer so schwer. Ja, ich glaube, dass die Mega Drive-Version mit der Super Nintendo-Version identisch ist. Ja, ist auch. Ist auch. Bei Aladdin weiß ich es gar nicht so ganz, aber zum Beispiel Donald Duck in Maui Mallard, welches ich auch noch let's playe, ist sogar ein Disney-Spiel, welches nur als Videospiel entworfen wurde, also nicht, weil es irgendeine Serie oder Film dazu gab. Donald Duck in Maui Mallard wurde konzipiert für das Sega Mega Drive und dann für Super Nintendo umgesetzt. Und dann haben sie gemerkt, verdammt, das Super Nintendo ist gar nicht so stark, wie es Mega Drive
mussten halt extrem abschwächen. Auch das hat Funk Royale Let's Played und ich fand's so schade, weil ich gemerkt habe, wie schlecht die Super Nintendo-Version ist. So, wir haben gesehen, wie die Affen uns schmeißen. Die sollen uns jetzt mal anders schmeißen. Dazu müssen wir die erreichen und anpullen. Ja. Ne, wir können ja nur den einen anpullen. Warte mal, was bringt das? Ein Leben. Mehr nicht. Wir können nur einen Pinken anpullen. Jetzt müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Richtig, und er wirft uns dann nach oben statt nach links. Jetzt wird noch ein zweiter Baum in Verbindung gebracht. Na, das kann ja heiter werden. Der wirft uns ab, also müssen wir den korrigieren. Upsa. Wo führst du uns hin? Nirgendwo. Gut. Ah, das ist auch schwierig, ey. Nicht euer Ernst. Da war das sogar ein Leben, Mann. Oh, welches Leben wenigstens kassiert hätte. Na, hier gibt's so eins. Jetzt ist es weg. Das Leben ist weg. Ach du Heiliger. Die sind fies. Ja, uns als Kind haben wir es einfach nicht so recht verstanden. Wann, wie, wo, welche Affen angebrüllt werden müssen. Ich weiß es jetzt relativ auswendig, aber jetzt neu zu checken. Na gut, so schwierig ist es jetzt auch wieder nicht. Die Baumstümpfe sind. Ja, warum springst du nicht? Oh Mann! Ich habe das Gefühl, der springt nicht an diversen Kanten oder so. Oh Mann, ey. Aggro. Das ist so krass, dass gerade dieses gute Laune-Level so schwierig ist und so blöd. Cool! Cool! Mann! Das darf nicht wahr sein. Sorry. Sorry for that. Ich möchte euch das Spiel näher bringen. Ich möchte euch dieses Spiel zeigen. Erläutern. So. Boah, das Leben ist auch weg. Willst du mich veräppeln? Wir haben kein Leben mehr. Das kann nicht wahr sein. Nur weil ich mich hier anstelle wie der letzte Löwe. Na gut. Wir müssen halt nochmal zu dem. Der wirft uns dann woanders hin. Aber es gibt nur einen Weg zurück. Das ist der hier. So, den haben wir immerhin mal geschafft. Ich weiß gar nicht mehr, was passiert, wenn wir null Leben haben. Also, das letzte Leben verlieren. Müssen wir dann wieder ganz von neu machen? Ich weiß nicht mehr. Oder dürfen wir sogar das letzte Level neu starten? Ich glaube sogar, so human sind sie. So, jetzt drehen wir den um. Achso, und der kommt gleich zu Anfang. So war das. Der wirft uns jetzt richtig. Nein! What the? Wie kommen wir denn zu dem? Muss ich gerade mal überlegen. Ja, na klar, ist doch so, oder? Wie kommen wir denn zu dem? Hä? Ach so, wir müssen den nochmal umstellen. So war das. Alter. Seht ihr? Den ersten nochmal umstellen, dann kommen wir zu dem Pinken da oben. Der wirft uns jetzt zum Ziel. Woo! Der Elefantenfriedhof. Ich würde sagen, den machen wir noch im ersten Part. Das Leben der Hyänen sicher. Ich will nebenbei nur erwähnen. Ich rede nicht nur Leben. Wow, die sind gar nicht so übel mit zwei Schlägen. Also ich habe früher immer gespielt mit auf Easy, weil ich mich cool gefühlt habe. Der Käfer da macht übrigens Schaden. Ne? Weil ich mich cool gefühlt habe, weil ich wusste, dass Easy einfach heißt. Wow, gehen aus dem Weg. Den muss man nicht erledigen. Oh, was springt für uns raus? Ihr geht sicher nicht leer aus. Ihr dänischen jenen. Schade, man sollte wirklich nicht mitsingen, wenn man es nicht kann. Seid bereit!
Ja, das Level ist schwierig, weil es ziemlich knochig ist und diese Sprungdinger, die sind schon fragwürdig, ne? Weil die, ihr seht's, die gehen auch nicht so optimal. Ja, wir hatten damals nichts anderes, okay? Da ist nicht jedes Monat neues Mario erschienen. Wir hatten Mario World und es musste reichen bis Yoshi's Island. Und Yoshi's Island musste dann reichen bis Mario 64. Aber meinst du, warum hältst du dich da nicht fest an dem zweiten? Das ist verboten. Na gut. Geh ich halt hier weiter. Was müssen wir denn hier machen? Rollen. Also das hier kommt oft vor, besonders später, wenn Simba erwachsen ist. Das wird dann fast schon ein anderes Spiel, weil das Brüllen da enorm wichtig ist. Wenn der auch was drauf hat. Ich wollte eigentlich da hoch. Yay, Hähnchen. Ach, das ist noch liebevoll animiert, oder? So. Seid bereit. Wow. So, jetzt wird's fies. Achtung. Ja, das sind todbringende Wassersäulen. Oben gab's noch was, gell? Ein Käfer, ja. Toll. Nein, nein, nein. Ich bin in Sicherheit. Hab ich gedacht zumindest. Boah, diese blöden Viecher. Komm, mach einfach weiter. Jetzt haben wir schon drei, ey. Ah, noch ein paar Hyänen hinterher. Zum Glück haben wir viele energiebringende Käfer gefuttert. Aber ihr geht mir jetzt doch auf den Senkel. Jetzt haben wir, glaube ich, erstmal ein paar Hyänen. Das sind für mich die Hyänen, die im Film vorkamen. Hat es nicht Heller von Sinn, die eine Hyäne gesprochen hat? Ich fand die cool eigentlich, die Hyänen. Ich spring einfach drauf, was ein bisschen uncool ist. Ah, da kommt noch ein dritter, ey. Nochmal treffen. Oh Mann. Er oder ich? Das war so klar. Das war so klar. The King has returned. Und damit weiter im nächsten Part. Also Freunde, bis dann und ciao. Freut euch auf richtig tolle, innovative Level. Denn es kommt noch einiges. Okay, bis dann und ciao. Erst mache ich euch noch fertig. So, Leute, wir sehen uns.